Ja, servus und herzlich willkommen zurück, liebe Freunde, zum Teil 2 vom, ja, das ist ja nicht der zweite Schnitt, sondern vom Heu. Im letzten Video am Dienstagsvlog, da habe ich ja die Wiesen drinnen gemäht. Und ja, am KA15 und am K15 angefangen zu zerlegen. Ja, und ja, heute geht's weiter. Ich hoffe, dass ich bis zum Freitag, also bis zum jetzigen Video, da alles drin habe. Ich drehe das ja jetzt ganz lustigerweise auch noch am Montag, aber das bringe ich da nicht mehr mit rein, das wird sonst ein wenig zu umfangreich. Dann wird das Video zu lang. Ja, ich fahre jetzt mit dem Bulldog gleich rein. Heu drinnen die Wiesen einmal rum. Gerade dazu habe ich mir einen Fahrer KH4 schon angehängt, KH4S. Und ja, mit dem fahren wir jetzt dann gleich einmal mit dem Kramen rein. Wir wenden drinnen die Wiese rum. Und ja, anschließend, wenn wir heimkommen, werden wir unten in der Maschinenhalle ein wenig weitermachen. Die Motoren weiter zerstückeln. Den KA15 fange ich ja jetzt an. Den zerlege ich in seine Einzelteile. Und dann kommt der Motor runter, wenn er zerlegt ist. Und das ganze Spielchen dann am K15 noch einmal. Dann wird aus denen zwei Motoren ein guter gemacht. Weil beim KA15 ist ja, wie gesagt, das Pleuellager kaputt und die Kurbelwelle mit Sicherheit auch. Bei mir ist aber die Kurbelwelle noch soweit gut und die Pleuel sind soweit in Ordnung. Gut, neue Lager werden dann mit neu kommen, gehe ich davon aus. Aber wie gesagt, da kann ich ja wieder Teile aus meinem verwenden. Dafür habe ich ja den zweiten Motor gewollt. Also wie gesagt, ich habe den Schlepper eigentlich mehr oder minder welcher Motor und welcher die Köpfe und welcher der Hydraulik gekauft. Ja, und jetzt spielen wir halt ein wenig Dr. Frankenstein. Jetzt bauen wir quasi dann aus denen zwei wieder einen funktionsfähigen zusammen. Das ist quasi dann das Hinterteil und der Motorblock und die Köpfe vom KA15. Getriebe dann natürlich dann auch, gehört zum Hinterteil dazu. Und ja, das Innenleben vom Motor und ja, so Kleinigkeiten wie die Elektrik, die kommen dann vom K15, weil der KA15 hat ja elektriktechnisch noch nichts drin. Das übernehmen wir dann. Ja. Jetzt machen wir aber zuerst einmal das Heu, das ist das Wichtige. Und da wünsche ich euch viel Spaß, wir sehen uns drinnen an der Wiese. Thank you.
Winter wieder ein. Weiter erst einmal. Jetzt kann es bis morgen trocknen und dann sehen wir weiter. Ja Leute, es kommt immer anders wie gedacht, wie geplant. Wenn es dann planen magst, dann haut dir irgendjemand einen Stahl ins Bar. Tja, blöd gelaufen. Ich wollte eigentlich das Heuen drinnen füllen. Das hat leider nicht mehr funktioniert. Ich habe dann wieder arbeiten müssen, das ist vor der Zeit recht knapp geworden. Ich habe dann rumgeschwartet, bin heimgefahren, Schwader abgehängt, mit der Presse reingefahren, habe drinnen abgestellt. Und Nachmittag, wie ich auf der Arbeit war, hat mein Vater die Wiesen gepresst und geladen. Ja, deswegen gab es da nichts. Wie viele Ballen sind es geworden? 86 Ballen haben wir zusammengekriegt. Ich habe mir mehr erhofft. Schade. Mein Jahresbedarf ist da damit noch nicht einmal halb gedeckt. Ich brauche im Jahr 720 Büschel. Also das Ergebnis heute recht schlecht. Normalerweise auf die Fläche kriege ich deutlich mehr raus. Da wären es normalerweise an die fast 500 Büschel gewesen, aber man merkt halt, wie gesagt, es fehlt das ganze Kleegras zwischendrin und die feinen Gräser und das ist alles nicht da, ist alles nicht vorhanden, alles vertrocknet. Ja, Ergebnis ein wenig schlechter. Ja, jetzt hat sich's aber so ergeben, und das ist jetzt ein großer Vorteil. Mein Vater hat da noch Wiesen aufgetrieben, sind noch mal rund 60 Hektar, die man haben könnte. Darf ich mal was raussuchen, was ich gerne hätte? Sind normalerweise Mulchwiesen, kostet nichts die zu machen, kann ich hinfahren, mähen, rumheuen, fressen, heimfahren, gar kein großer Akt. Wo die jetzt genau sind, sage ich jetzt nicht, weil sonst macht es ja jeder, dann habe ich nämlich nichts mehr davon. Ja, die Wiesen sind auf alle Fälle ja, überall im Landkreis ein wenig verteilt, das ist da mal ein wenig was, dort ein wenig was und ja. Da mähen wir halt dann einmal solche Wiesen noch, holen uns das Heu noch heim, bevor die das jetzt wieder reinmulchen. Und dann kriegen wir das auch wieder. Ja, zum Thema Krame. Ja, da ist leider noch nichts weiter passiert. Wie man sieht, der steht immer noch aufgebockt, genauso da wie vorher. Der Motor hängt noch dran, Getriebeglocke hängt noch, die Kupplungsglocke hängt noch. Ja, und hier hinten dasselbe Spielchen, da ist auch noch nichts weiter passiert. Das letzte, was ich gemacht habe, Öl abgelassen. Ja, es ist halt jetzt hinten angestellt gewesen wegen dem Heu. Ich hoffe jetzt, dass ich vielleicht aufs Wochenende mal dazukomme. Vielleicht im neuen Video. Ich sage jetzt extra nur vielleicht, weil nicht, dass ich jetzt wieder sage, da geht es ja dann weiter. Ja, was wir jetzt beschlossen haben. Der Vater hat sich jetzt die Einspritzdüsen angeschaut. Die hat er gesagt, nee, da hat er keine Lust. Kostet das Stück 15 Euro, willst du neue haben oder willst du die alten wieder? Die kann ich dir richten. Da habe ich gesagt, naja, was kostet das Richten? Sagt er, naja, wenn du es machen tust, bist du in etwa pro Stück bei 10 Euro los. Die müssen halt dann schön sauber gemacht werden und. Das geht dann auch über die Firma. Ich meine, gut, es geht auf Selbstkostenpreis, also sprich, es kostet eigentlich nichts. Und eine neue, die kostet 15 Euro. Zwei Stück bräuchte ich, wären 30 Euro. Ja, ganz ehrlich, wieso sollen wir die alten aufarbeiten, dann mache ich zwei neue rein, dann habe ich Ruhe. Die gibt es noch, ist kein großer Akt, die bestellen sie drinnen über die Firma. Da kriegt ihr sie recht günstig. Und ja, dann kommen da neue rein. Da haben wir doch gar nicht lang rum. Ja, was da noch, die Einspritzpumpen, die nimmt ihr mit rein. Da baut er aus zwei Stück jetzt eine funktionierende zusammen. Da wird es wahrscheinlich dann noch ein paar Pumpenelemente mit brauchen, da wird man nicht rumkommen. Das ist natürlich jetzt ein wenig ein teurerer Kostenpunkt. Also die Pumpenelemente, wenn man braucht, um die 500 Euro hat er gesagt, die Pumpe überholen. Deswegen mache ich auch nur die eine. Die andere, die ja, Ersatzteile aufheben oder wie auch immer, muss man mal gucken. Die wird halt dann einmal auf Lage gelegt, die machen wir auf jeden Fall nicht. Weil das ist mir doch zu kostspielig, zwei Stück zu reparieren, dass ich eine auf Ersatz habe, ist normalerweise Schmarrn. Ja, die hat er mitgenommen oder will er mitnehmen. Und dann werden die drinnen in der Arbeit überholt. Was wir auch beschlossen haben, wir machen neue Laufbüchsen und neue Kolben rein. Eigentlich war geplant, wir
Entweder wir übernehmen die alten mit neuen Kolbenring. Die wären soweit, man könnte quasi die Kolben vom K15 holen, dann wären sie noch soweit in Ordnung. Quatsch, die Kolben sage ich. Man könnte die Zylinder vom K15 noch holen, dann wären sie soweit in Ordnung, dann könnte man sie noch nehmen. Kostet mich aber auch rund 100 Euro pro Stück. Warum soll ich das dann machen, wenn ich für 160 Euro einen kompletten Satz Kolben und Laufbüchsen kriege? Dann mache ich doch komplett neu. Ist zwar jetzt auch im ersten Moment wieder ein Haufen Geld, aber wie hat er so schön gesagt bei vorne? Naja, wenn du neue Kolben und neue Büchsen reinmachst, dann brauchst du im Sommer quasi nicht mehr vorglühen. Dann springt er da immer an bei jeder Witterung. Dann sage ich ganz ehrlich, naja, dann machen wir das. Dann kommen da neue rein. Es ist zwar, wie gesagt, da wieder ein riesen Batzen Geld, kostet mich auch wieder ein wenig was, aber wenn ich schon mal drüber bin, dann machen wir es doch gleich gründlich. Dann machen wir es richtig. Kupplung, wie gesagt, da neu. Halt das übliche Spielchen, wie immer. Und dann wird das schon werden. Ja, und was wir noch beschlossen haben, beim K15 habe ich ja gesagt, den würde ich auf keinen Fall neu lackieren. Der hat ja noch die absolut original Patina drauf. Das ist ja wirklich noch der allererste Lack, den man hier sieht. Da ist nichts nachgebessert worden oder so. Das ist wirklich noch der Originallack. Den hätte ich so gelassen, wie er ist. Beim KA15 ist es aber so, da haben die irgendwann einmal was drüber gepinselt. Das ist noch nicht einmal das richtige originale Patina-Grün von Kramer. Das ist noch so ein wenig so ein Mischmasch selber zusammen gemixt. Und ja, nachdem ich jetzt dann so Teile wie Beleuchtung und das vom K15 übernehme und hier anschraube, die dann noch die Originalpatina haben, die hängen dann zum Beispiel jetzt diese Begrenzungsleuchten hier. Und ja, das Armaturenbrett dann zum Beispiel, das ist ja vom Farbton, von ganz anderen Farbton, der schaut bescheuert aus, habe ich gesagt, naja, wenn ich schon drüber bin. Eigentlich, also wie gesagt, beim K15 hätte ich es nicht gemacht, aber wenn ich jetzt den da errichten tue und der ist dann eh schon mal in Stücke zerlegt, dann wird er ein wenig mit abgeschliffen, dann kriegt er ein wenig neue Farbe. Ich meine, der wird jetzt dann nicht so hochpenibel restauriert wie mein KL300, also dass ich jetzt hergehe und die Kotflügel da, wo er weiß, wie ich spachteln tue und alle Löcher zumache und richtig schön herricht. So pingelig mache ich das bei dem nicht, weil eigentlich ist der ja nur dafür gedacht, dass er mir vor allen Dingen den Rollwagen zieht, also die Lore zum Mistfahren, vor allem im Winter, weil da ist mir der KL300 dann doch ein wenig, ja, ich sag mal, zu schade, dass ich da damit dann vorne durch den Sumpf da in der fahre. Da habe ich halt, wie gesagt, den kleinen gehabt und ja, wie gesagt, ich will zwar schon ein bisschen herrichten, aber ich übertreibe es jetzt da nicht. Ich will das so haben, wie es gehört und dann ist gut. Man muss es nicht übertreiben, aber so denke ich, das ist ganz in Ordnung. Und ja, kriegt er halt auch ein wenig neue Farbe. Es werden zwar einige schimpfen, nee, macht das nicht. Der hat auch noch die Original, aber wie gesagt, der ist übergepinselt worden. Überall blättert er ein bisschen ab, der Lack. Es schaut nicht mehr schön aus. Da hüben sind dann, da war mal ein selber gebautes Deck drauf, da waren irgendwelche Halter drin, die sind runtergekommen, da hat man so komische Rostflecken, ich meine, das ist jetzt nicht durchgerostet oder was, nicht wie beim 300er, aber schön schaut es halt doch nicht aus. Hier hinten dann dieser Lampenträger, der ist nachgerüstet worden, auch vor dem Dach, da habe ich gesagt, den schmeiße ich runter, da kommen dann meine Lichter drauf, die ich von dem da habe, weil die gefallen mir, wie gesagt, optisch besser, dann mache ich die darüber und ja, wie gesagt, dann wird da auch einmal ein wenig neue Farbe drauf kommen, dann habe ich wieder Ruhe. Der schaut dann auch wieder gut aus. Ich meine, macht sich vielleicht dann auch nicht verkehrt, wenn die dann wirklich einmal alle zwei, der KA K15 und der KL300 dann da oben zusammen in der Garage stehen, wenn die dann alle zwei recht schön gerichtet sind. Wie gesagt, übertreiben will ich es nicht. Technisch ist das Wichtigste, wenn ein wenig Farbe dabei mit rumkommt, dann ist alles gut, aber wie gesagt, ich übertreibe es das mal nicht. Das Lackierergebnis wird wahrscheinlich trotzdem wieder akkurat werden, aber ich gehe jetzt da nicht her und mache jede kleine Beule raus und spachtel da irgendwelche Löcher oder so zu. Es ist eine Arbeitsmaschine und der soll auch arbeiten. Und ja, beim KL300 habe ich es gemacht, weil das war mir der wichtigste Abbildung und das ist das Erbstück vom Opa.
Das Ding da ist vor allem zum Arbeiten da, sag ich einmal. Man, der KL300 da, aber der ist vor allem zum Arbeiten da. Deswegen wird der jetzt nicht ganz so penibel gearbeitet. Ja, so viel zu dem Thema. Lasst euch überraschen, wie es weitergeht. Wenn es denn weitergeht. Ich hoffe, dass es weitergeht. Eigentlich ist im September Schleppertreffen in Altenbloß. Ich hätte ja richtig Lust, mit dem Schlepper auf Altenbloß aufzufahren zu dem Treffen, den dann schon mitzunehmen. Also quasi meine Schwester und meine Mutter können auch mit dem fahren. Ich mit dem 300er, mein Bruder mit dem IHC und der Vater dann mit dem Allgäuer. Müssten wir mal sehen, das wäre natürlich optimal. Aber wir haben halt jetzt schon den, was ist heute? Freitag der 6., kann das sein? Ja, ihr fragt mich was. Keine Ahnung, wir haben ja jetzt schon Juli, 2 Monate, um das zu machen. Müsste ich mich ein wenig ins Zeug legen, dann müsste ich ein wenig Gas geben. Wird man sehen, was wird. Wird schon irgendwie klappen. Und wenn es soweit ist, wie gesagt, ihr kriegt es mit. Da kommen dann wieder Videos dazu, wenn ich hier dran weitermache. Da werde ich auf alle Fälle irgendwas filmen, dass die auch auf dem Laufenden bleibt. Ja, und dann wird man sehen. Ja, und was es dann vielleicht noch zu erwähnen gibt, noch eine Kleinigkeit, was sich ergeben hat. Ich habe ja gedacht, ich habe für den Schlepper einen Fahrzeugbrief. Hat ja der Besitzer auch gedacht. Jetzt habe ich ja da einen mitgekriegt. Das ist aber nicht der Fahrzeugbrief von dem Schlepper. Das ist ein Fahrzeugbrief vom Allgäuer, der mal am Unterauhof unten lief, von dem die Vorderachse bei uns reinkam in unteren Allgäuer. Und den Allgäuer gibt es nicht mehr, aber den Brief hat es noch gegeben. Und der Besitzer von dem Allgäuer, der hatte eben auch diesen da. Es ist quasi ohne Tüffler. So, und jetzt hat sich das so ergeben. Wir haben jetzt den falschen Brief. Jetzt habe ich dem, ja, ehemaligen Besitzer von dem da geschrieben, oder dem Verkäufer jetzt quasi geschrieben, also alles kaputt und das ist, ich meine gut, mit kaputt, habe ich gleich gesagt, ich kann drauf hocken bleiben, das ist unter Umständen mein Fehler, habe ja gesagt, also mit dem Fahrzeugbrief, das ist natürlich richtig mies, ich will den ja wieder anmelden, ich will den ja zulassen, was machen wir jetzt da, such daheim bitte nochmal, ich brauche den Fahrzeugbrief zum Zulassen, dann haben die gesucht, haben den nicht gefunden. Dann kam er drinnen bei mir auf der Arbeit vorbei und ja, jetzt sind wir so verblieben, wenn er ihn jetzt gar nicht mehr finden sollte, ich soll mir den Schlepper soweit fertig machen und wenn es soweit ist, dass ich ihn anmelden will, dann übernimmt er quasi die ganzen Kosten für die Vollabnahme, weil ohne Fahrzeugpapiere braucht der Schlepper wieder auch Vollabnahme vom TÜV. Ich meine, es dürfte, wie gesagt, kein Problem sein, weil unter TÜVler, der die Vollabnahme dann macht, ist der ehemalige Besitzer. Und dann werden wir das schon irgendwie regeln. Und ja, ich meine, Fahrzeugdaten herzukriegen ist kein Thema. Aber wenn das dann der Verkäufer quasi übernimmt, dann haben wir beide einen Gewinn gemacht. Ich habe mir einen Schlepper wieder aufgebaut. Ich meine, wie gesagt, die Schäden am Motor. Ich habe damit rechnen können. Ich habe ganz blauäugig bin ich da nicht rangegangen. Ich habe mir jetzt nicht gedacht, ich kaufe mal einen Schlepper und stelle ihn daheim hin und Batterie rein und lasse ihn an und fahre damit rum. Also klar, ich habe mir schon gedacht, wenn ich mir den hole, irgendwas ist immer, also einen Schlepper zu kaufen, der vorher nicht gelaufen ist, in der Hoffnung, dass der dann einfach so geht. Klar, wäre immer schön, man denkt zwar immer drüber nach, ach, das wäre schon fein. Hat er wie gesagt nicht, ist aber auch kein Thema, macht mir nichts. Ich habe deswegen 2 da, da wird aus 2 einer. Die restlichen Teile vom K15, da wird kein Schlepper mehr davon gebaut, also zumindest nicht mehr bei mir hier. Mir fehlt ja dann der Motorblock, mir fehlt die Kurbelwelle, mir fehlen die Kolben, mir fehlen die Büchsen, mir fehlt im Endeffekt der ganze, die ganzen Köpfe um drauf. Wenn ich das alles zusammenrechne, dafür kann ich mir einen ganzen Schlepper kaufen. Deswegen habe ich ja eben den hier jetzt her und macht keinen Sinn. Na gut, in diesem Sinne, jetzt würde ich sagen, ich wünsche ein schönes Wochenende. Sag vielen Dank fürs Zusehen, auch wenn das mal nicht viel passiert ist. Und bis zum nächsten Mal. Servus.